Willkommen und schön, dass du da bist. Wir wollen uns heute die aktuelle Beta-Version von Soulmask anschauen, die jeder von euch auch, wenn er Lust hat, von heute, vom 1. Mai bis zum 10. Mai auf Steam spielen kann. Und da gibt es tatsächlich auch ein paar Dinge, die seit dem Beta-Test im Steam-Festival sich entsprechend geändert haben. Erstmal aber zu dem aktuellen Spiel hier. Einer der vielleicht wichtigsten Punkte für diese Demo ist, dass das Spiel jetzt auf Deutsch verfügbar ist. Jawohl, das ist schon mal richtig klasse, finde ich. Und es lohnt sich auf jeden Fall, das natürlich anzugucken. Man muss jetzt sagen, es ist noch nicht alles übersetzt, habe ich festgestellt. Es gibt auch teilweise merkwürdige Übersetzungen im Spiel, aber im Großen und Ganzen macht es das Ganze natürlich schon wesentlich leichter. In dieser Demo können wir die Level 1 bis Level 30 mit unserem Charakter spielen und es gibt eine begrenzte Auswahl, einerseits was das Gebiet angeht, andererseits was verfügbare Materialien angeht. So haben wir als Bekleidungssets Leinen, Tierhäute und das Bronzeset zur Verfügung. Verfügbare Reittiere sind der Jaguar und das Alpaka. Es gibt zwei feindliche Barbarenstämme, nämlich den Klauenstamm und den Flintstamm. Und wir können einen Pyramidenwächter besiegen, das ist der Säbelzahntiger. Im Vergleich zu der Demo vom Steam Next Festival haben wir einige Verbesserungen, insbesondere was das Waffensystem angeht. Und zwar haben sie Folgendes optimiert. Das Ziehen der Waffen wird jetzt wesentlich schneller vonstatten gehen und du wirst auch nicht mehr durchgestunt sein am Ziehen der Waffe behindert werden, beziehungsweise dieses Gestuntsein wirkt sehr schnell, sodass du deine Waffe entsprechend ziehen kannst. Außerdem haben sie die Ausdauerwiederherstellung um die Hälfte gekürzt und ebenso die Ausdauerkosten, zum Beispiel beim Klettern, wurden um die Hälfte reduziert. Dann das Anlegen der Verbände wurde insofern optimiert, als man das Verbandanlegen jetzt jederzeit unterbrechen können soll. Ich habe das noch nicht ausprobiert, muss ich dazu sagen. Das Angriffsfeedback für Großschwert, Doppelklinge und Hammer wurde optimiert, damit diese Actionsequenzen flüssiger laufen. Ein großer Vorteil ist sicherlich, dass ihr jetzt schon von Anfang an die Taste Q drücken könnt, um zu erkennen, ob irgendwo in der Gegend Feinde sind, die dann entsprechend rot dargestellt angezeigt werden. Also das Drücken der Taste Q, die sogenannte Lebenswahrnehmung, ist keine Fähigkeit mehr, die man freischalten muss, sondern ist automatisch schon bei den Grundvoraussetzungen, wenn ihr im Spiel startet, dabei. Außerdem könnt ihr bereits von Beginn des Spiels an eures Stammesangehörigen kontrollieren. Das heißt, da muss auch nichts mehr freigeschaltet werden, sondern ihr habt sofort Zugriff, wenn ihr einen Stammesangehörigen bekommen habt, auf das Kontrollsystem des Stammesangehörigen. Weiterhin haben sie gesagt, dass sie das Kampf-KI für Barbarenstamm-NPCs optimiert haben. Und als letzte Optimierung noch, Lagerboxen können jetzt gestapelt werden. Ich habe schon gesehen, dass es einige Verbesserungen gibt. Zum Beispiel, wenn du das Spiel startest, also vom Startbildschirm aus, hast du Zugriff auf Einstellungen und kannst, wie zum Beispiel auch im Tonen, ganz viele Dinge beeinflussen, wie du sie gerne hättest, was jetzt zum Beispiel das Ernten von Materialien angeht und Ähnliches. Und es wurde ein Tutorial hinzugefügt, das uns dabei unterstützen soll, besser ins Spiel zu kommen. Weitere Inhalte, die sie hinzugefügt haben, sind eine wohl sehr, sehr große und mächtige Anaconda, bei der es
heißt, wenn du noch nicht besonders stark bist, also dein Charakter noch nicht besonders weit gelevelt ist, dass du am besten davon rennst, wenn du der Anaconda begegnest. Außerdem gibt es offensichtlich eine einzigartige Fähigkeit, die nur Anführer eines Barbarenstammes haben. Welche haben sie nicht gesagt? Es wurden neue Möbel hinzugefügt und es wurden neue Talente und Tanzbewegungen für Stammesangehörige hinzugefügt. Das Spiel unterstützt jetzt Steam Deck und es unterstützt auch den Controller. Verknüpft mit dieser Demo sind verschiedene spezielle Dinge. Das eine ist eine spezielle Maske, die ihr bekommen könnt. Wie ihr diese Maske bekommen könnt, wird euch als Anleitung über einen Schalter im Startbildschirm erklärt. Und außerdem gibt es ein Event, bei dem man eine Skin-Ausrüstung, wie eine Art Tattoo ist das, wenn ich das richtig gesehen habe, bekommen kann. Und auch dazu findet ihr die Erklärung dann im Startmenü, beziehungsweise unter den Events von Soulmask. Ich habe jetzt mal so die ersten 2 bis 3 Stunden in dieser neuen Demo-Version bereits gespielt und muss sagen, es funktioniert alles sehr gut. Es gibt 3 Modi, in denen ihr spielen könnt. Ihr könnt das Ganze im PvE online spielen oder ihr könnt es solo oder mit Freunden spielen. Also diese 3 Optionen habt ihr für diese Demo-Version. PvP gibt es aktuell in dieser Demo-Version nicht. Ich spiele hier aktuell solo und ich habe festgestellt, dass die Dinge sehr viel flüssiger funktionieren als in der ersten Demo, die ich gespielt habe, oder auch davor in dieser geschlossenen Beta, die ich gespielt habe. Und ja, es sind einige interessante Sachen hinzugekommen und das Spiel macht sogar noch mehr Spaß als vorher eigentlich. Tapire? Sind da Tapire, die das bewachen? Oh. Okay. Das ist neu, meine ich. So, das brauchen wir auf jeden Fall. Die Kristalle, die brauchen wir für die Verbesserung unserer Maskeneigenschaften. Ja, okay. Sehr gut. Was momentan vielleicht noch nicht so ganz optimal ist, also teilweise wirklich etwas irritierend, finde ich, sind die Soundeffekte. Also die passen bisher wirklich noch nicht besonders gut, ja. Du hast immer das Gefühl, dass da irgendwas ganz anderes eigentlich gerade auf dich zuläuft. Zumindest mir kommt das so vor. Was höre ich für ein komisches Geräusch? Oh, 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 ich gehe mal schwimmen. What? Ein Krokodil? Ich habe nur ein Geräusch gehört und dann noch so aus dem Augenwinkel irgendwas gesehen. Okay. Wer kämpft da mit wem? Nein, 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 nein. Ui, gar nicht gut.
bin dann mal weg. Ich hoffe, jetzt werde ich nicht von Piranhas gefressen oder so. Okay. Also, der Bauplatz war nicht ganz so gut. Da ist auch ein Krokodil. Ja, im Grunde genommen stören die uns jetzt nicht so sehr, ja. Ja, da ist der Regenwaldspeer. Ja gut, dann nehmen wir doch die nächste flache Stelle zum Bauen. Würde ich sagen. Hallo, meine Freunde. Ich glaube, hier habe ich letztes Mal auch gebaut. Ja, aber der Platz ist nicht schlecht, weil wir können relativ weit darüber gehen mit unserem Gebäude und wir brauchen ja relativ viel Platz auch. Das passt schon. Denke ich. Ich glaube, diese ganz dicken Bäume können wir nicht fällen. Oder zumindest im Moment noch nicht. Ja, genau, das geht nicht. Home sweet home, würde ich sagen. Hier wird gebaut. Also das finde ich ganz gut. Das geht mittlerweile recht schnell. Mit dem Holzfällen. Sehr gut. Sehr gut. Ja, ich bin überladen. Ja, jetzt gibt es auch diese Reparaturwerkbank. Die ist neu. Aber kommt man relativ schnell eigentlich auch hin. Das ist sehr gut. Und Tierzucht haben wir schon. Ja. Also es gibt ja so viel zu tun. Ne? Da muss man sich wirklich gut überlegen, was man als erstes machen will, was wichtig ist und so weiter. Das Wichtigste wird mal sein, das können wir noch nicht. Bronze können wir nicht. Aber wir können ein Leuchtfeuer bauen und das ist wichtig. Genau. Leuchtfeuer. Leuchtfeuer. Wir stellen mal das Feuer auf. Oh, da kommt schon mein erster Herumstreicher. Zustimmen. F1. Ja, da haben wir unseren ersten. Also bisher war es bei mir immer so, dass mein erster Begleiter von mir leider nicht so gut behandelt wurde, verhungert ist, von wilden Tieren angegriffen wurde. Naja, ihr wisst, wie das halt so ist, ja. Aber sehr schön. Herumstreifer Level 25. Nice. Schicke Kleidung. Vom Klauenstamm. Leuchtende Hüftlampe. Was zu essen hast du? Guck mal, ich gebe dir gleich mal ganz viel zu essen. Na, komm her. Nein! Nein, nein! Ich kann mich gerade nicht bewegen, verdammt! Oh Mist! Na, guck mal, vielleicht kommt sie wieder. Hoffentlich kommt sie wieder. Ich muss mal ein paar Sachen hier ablegen. Haben wir jetzt schon unseren Herumstreuner verloren, oder was? Ist sie schon verstorben? Nee. Du solltest lieber mit mir kommen. Gegenstand ansehen, kämpfen, Position zurücksetzen, entlassen, folgen.
Okay, zumindest kommt sie jetzt mal mit mir mit. Das ist ja schon mal ganz gut. Ja, diese Streuner kommen eigentlich ein bisschen zu früh, ne? Ja, ich fände es ganz gut, wenn die etwas später kommen, wenn man sich vielleicht schon mal das erste kleine Häuschen hier aufgebaut hat oder schon mal in der Lage ist, auch Essen zu kochen für diese Streuner. Weil die brauchen ja doch auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Pflege eigentlich. Das würde ich mir wünschen, dass sie das nochmal ändern, dass die etwas später im Spiel kommen. So, ich werde hier für mich und meine Begleiterin eine kleine Hütte erstmal bauen. Und ja, ich bin total gehypt, auch davon muss ich euch ganz ehrlich sagen, Soul Mask zu spielen. Die ersten Erfahrungen mit dem Spiel haben mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich möchte natürlich alles das jetzt auch ausprobieren und anschauen, was neu ist, aber einfach auch dieses Spiel genießen. Soul Mask ist ein Spiel, was relativ zeitintensiv ist, finde ich. Also du musst schon wirklich gut schauen, dass du deinen Charakter gut ausbildest, also um dann auch nicht schon beim ersten kleineren Boss irgendwie zu sterben. Und ja, es braucht einfach seine Zeit, voranzukommen. Ich finde, trotz der Challenges, die es hier in Soul Mask durchaus gibt und von denen es viele gibt, ist es ein Spiel, was in einer gewissen Art und Weise auch entspannt ist, wo man sehr viele Dinge tun muss, um voranzukommen und diese Dinge auch nicht einfach überhetzen kann oder etwas auslassen kann, um ja womöglich schneller im Spiel zu sein. Ich möchte euch aber in den nächsten Tagen einfach auch so ein bisschen, ich nenne es mal Let's Play mit Erklärungen geben oder zeigen, was man in Soul Mask alles tun sollte oder wie bestimmte Dinge funktionieren. Und wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt sie doch einfach in die Kommentare rein und ja, ich werde versuchen, sie so gut wie möglich zu beantworten. Das Spiel, die Demo, ist aktuell kostenlos auf Steam zur Verfügung gestellt und ich finde, es lohnt sich. Schaut doch einfach mal rein, wenn ihr Lust darauf habt. Guckt es euch mal an und wenn ihr das tut, wünsche ich euch damit viel Spaß. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann, ciao.